Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück zur Not So Berry Legacy. Ihr fragt euch vielleicht, wer der gut aussehende junge Mann hier direkt neben mir ist. Das ist Lavenda. Er hat ein kleines Umstyling bekommen, also wirklich nur ein ganz, ganz minimales Umstyling, wie zum Beispiel eine neue Frisur. Weil ich fand die nämlich viel, viel schöner als die, die wir vorher hatten, weil ich mochte dieses Knallige nicht. Und jetzt haben wir so dieses dunkle, dunkle Pflaume mäßig. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal an Lena, die den Link auf Discord geteilt hat. Für diese coole Haarfarbe. Ich bin sehr, sehr happy damit. Und Lavenda auch. Und Charlie scheinbar auch. Das ist genau der Punkt, glaube ich, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Glaube ich, denke ich, meine ich. Und ja, ich mache die Wände immer so ein bisschen runter. Wir haben mit Lavenda ja schon ein bisschen gelernt fürs Studium. Er hat alles soweit abgeschlossen, bis auf die Abschlussprüfung, die hat er noch nicht gehalten. Da hat er noch 3 Tage für Zeit. Am Montag ist, glaube ich, auch der letzte Studientag. Und dann müsste er seinen Abschluss haben und dürfte endlich in die Arztkarriere reinstarten. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ist die Hintergrundmusik eigentlich zu laut? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss so dagegen anschreien oder... ist der PC einfach zu laut. Ich weiß es nicht. Ich habe noch mal ein bisschen leiser für mich gemacht. Im Internet surfen. Nee, du brauchst mal nicht im Internet surfen. Hier hast du alles abgearbeitet. Das ist wunderbar. 8 Leistungspunkte von 12. Das sind unsere letzten Kurse. Du möchtest befördert werden. Das kannst du leider nicht. Du bist schon auf Maximalstufe. Du darfst eine schnelle Mahlzeit essen und trinken. Das ist gar kein Problem. Ein Tratschblock-Beitrag schreiben. Nee, lass das mal lieber. Und in 6 Fähigkeiten Level 8 erreichen. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Ist die Frage, welche Fähigkeiten? Level 8. Gartenarbeit ist relativ hoch. Und singen. Gartenarbeit und singen. Willst du, nachdem du gegessen hast, gerade mal ein bisschen singen, so um 4 Uhr morgens? Wieso nicht? Chloe, hi, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Hey, jetzt bist du schon fertig mit Essen? Ja, dann räum mal auf und dann darfst du singen üben. Das fände ich sehr schön. Wir haben ja auch so ein paar Aufgaben. In 2 Fähigkeiten müssen wir, glaube ich, Level 8 erreichen. Wir haben schon 1, 2, 3 auf Level 9. 3 auf Level 9, 1 auf Level 10. Also, wir sind schon gut weit mit Lavenda gekommen, finde ich. Dani, hi, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Er hat so eine schöne Stimme. Er hat so eine schöne Stimme. Antoinette kennen wir, glaube ich, nicht. Kennen wir auch nicht. Erbschaft? Nee, sind wir nicht dran beteiligt. Die Robles. Die Robles haben, glaube ich, auch immer eine riesengroße Familie, weil ich sehe hier so oft das von Familie Robble. So, Malu schläft. Charlie, Charlie? Macht hier draußen Sit-Ups. Schön. Okay, kann sie gerne machen. Und Lavenda singt sich ja ein bisschen noch die Seele aus dem Leib und levelt seine Fähigkeiten ein bisschen. Und ich glaube, das Wochenende ist sehr entspannt. Ne? Wir müssen nichts leveln, wir müssen nichts lernen. Was wollen wir denn an diesem wunderschönen Samstag machen? Habt ihr da einen Wunsch? Also Sonntag ist ja wieder Familienessen bei seinen Vätern. Und Samstag? Wir könnten noch mal ein schönes Date mit Charlie machen, wenn ihr da Lust drauf habt. Ich meine, wir haben eine sehr hohe Romantik mit Charlie. Hier seht ihr das. Profil öffnen. Sie ist neugierig, vielfraß, Genie und ein Bücherwurm. Jahrgangsbeste, Highschool vorzeitig abgeschlossen, Biologieabschluss. Das ist auch kleiner Überflieger. Oh, genau, die waren ja nicht zusammen. Die daten nur miteinander, sind aber offiziell noch kein Paar, weil er meinte, wir wollen das langsam angehen. Aber die romantische Zufriedenheit ist sehr zufrieden. Und die kommen sehr, sehr gut miteinander aus. Aber offiziell ein Paar sind sie noch nicht. Laura, hi, schön, dass du da bist. Yay, wir haben Level 8 der Gesangskarriere. So, dann, hey, du hast doch gerade gegessen.
allein losschicken. Dann geh noch mal ein bisschen schlafen, so um 7 Uhr morgens. Sind das deine Hausarbeiten? Behalte die mal bitte in deinem Inventar. Mein süßer kleiner Schatz, du. Ich meine, er ist ein junger Erwachsener, er ist nicht mehr klein, aber... Ich weiß nicht, Lavender wird einfach immer mein Baby sein. Er wird immer mein Baby sein. Was steht die hier eigentlich die ganze Zeit rum, die Mel? Wenn wir den Abschluss haben und die Arztkarriere beginnen, dann ziehen wir ja auch nochmal um. Weil wir haben das hier ja kaum eingerichtet, weil es sich irgendwie auch einfach nicht mehr gelohnt hat. Aber jetzt haben wir ein bisschen Geld übrig. Und dann können wir umziehen. Und ich würde sagen, weil wir in Willow Creek dann arbeiten, können wir dann auch in Willow Creek wohnen, oder? Wollen wir dann in Willow Creek wohnen? Wollen wir da hinziehen? Vielleicht ein Date in der neuen Stadt aus verliebt. Dann machen die beiden einen Tagesausflug dorthin. Oh, das fände ich auch schön. Sie hat sich zu ihm ins Bett gelegt. Ach, süß. Süß. Guck mal, dann kannst du mal aufstehen. Wollen wir sie um ein Date bitten? Hier, sozial. Look at a Selfie. Bitten, ein Treffen zu erstellen. Charlie? Funktioniert das so? Ich weiß es nicht genau. Machen wir so, oder? Wir gehen mit Charlie einfach nochmal aus. Meine Haare sehen so leuchtend orange aus. Mag ich nicht so gerne. Nee, kein freundliches Treffen. Kein freundliches Treffen. Ich würde gern ein romantisches Treffen. Bitten um... Ah, bitten eine Verabredung. Treffen ist nicht gleich Verabredung. Wir machen eine Verabredung. Charlie? Charlie? Ach, da bist du! Hat sie sich einfach hinter der Tür versteckt. Aber erstellt sie jetzt eins oder erstellen wir jetzt eins? Ne, wir erstellen eins. Eine romantische Verabredung. Die beiden, ein Gast werden wir auf gar keinen Fall einladen. Ja, romantisch sein, freundlich sein. Essen, wir werden essen gehen. Ich glaube, in der neuen Stadt können wir nicht essen gehen, ne? Da haben wir noch kein Restaurant. Da müssten wir nochmal ein Restaurant hinsetzen, glaube ich. Aber er hat Hunger, deswegen würde ich schon sagen, wir gehen in ein Restaurant. Was soll ich noch anklicken fürs Date? Habt ihr da noch einen Wunsch? Lustig sein können wir noch, Getränke, körperliche Nähe, Techtelmechtel, Fernsehen, Sternenhimmel oder Wolken beobachten, Brettspiele, Videospiele spielen, malen, in Erinnerung schwelgen, Gartenarbeit, oh, Gartenarbeit finde ich auch nicht schlecht, Musikinstrumente, schwimmen, trainieren, trainieren ist auch nicht verkehrt, tanzen ist auch schön, den Moment festhalten, singen, Schnee spielen, Tiere, schelmisch sein, gemeinsam angeln oder Schlittschuh oder Rollschuh fahren. Mein Gott, Schluck auf, geh weg. Sternenhimmel ist immer toll. Dann machen wir Sternenhimmel. Ich glaube, ich muss mal einen Schluck trinken, damit der Schluck auf hier mal weggeht. Mensch. Dann kriege ich das Ding nicht auf. So, dann gehen wir mal hier rüber. Wo wollen wir hingehen? Also ich hätte gerne ein Restaurant. Schade, dass man hier nicht nach Restaurant filtern kann. Das wäre natürlich super praktisch. Restaurant. Ah, nee, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Nee, das ist alles kein Restaurant. Ins Bluebird Brunch könnte man gehen. Ja, Bluebird Brunch macht sogar Sinn, weil es ist ja gleich 11 Uhr. Dann gehen wir schön brunchen. Würde ich sagen, das ist eine gute Sache. Die Hintergrundmusik heute finde ich sehr chillig. Also bis auf das erste Lied, das war ein bisschen... Aber die Musik, die jetzt im Hintergrund ist, die finde ich eigentlich ganz chillig.
das Gefühl, meine Ringe rutschen wieder. Wenn meine Ringe rutschen, heißt das, meine Wassereinlagerungen gehen vielleicht ein bisschen zurück. Ich will jetzt auch mal Brennnesseltee testen, weil das soll ja so ein bisschen entwässern. Dass ich vielleicht abends einfach so eine Tasse Brennnesseltee trinke, in der Hoffnung, dass das mit den Wassereinlagerungen sich mal endlich erledigt. Mal schauen. Eigentlich wollte ich heute auch nochmal hier zur Drogerie meines Vertrauens und mir da nochmal was holen, aber Habi hat meine Schuhe an, also konnte ich nicht rausgehen, weil ich habe nur die Sandalen und die Sandalen sind mir heute leider ein bisschen zu kalt. Jetzt seht ihr das neue Outfit, was ich Lavender gegeben habe. Weil ich finde, das steht ihm richtig gut. Also er hat halt jetzt eine heile Hose an, nicht mehr so mit Löchern. Und ich finde dieser Rollkragenpullover, oder? Mag ich sehr, sehr gerne. Mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Von Ideen erzählen. Dann erzähle mal von deinen Ideen. War das hier bei tiefgründig? Brillante Ideen mitteilen, ja. Und du möchtest... Was ist das? Warum kann ich nicht sehen, was das ist? Und Ideen erzählen? Kokett werden. Ey. Nicht freundlich vorstellen. Du sollst hier von Ideen erzählen, bitte. Hab ich dir gerade gesagt. Tag des Uni-Stolzes. Ach Gott, das ist immer noch so spammy. Dass sie das nicht gefixt kriegen, ne? Klick, 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 klick. Guck mal, wie viel das da gespammt wurde. Das ist doch nicht normal. Suchen, der Misselzweig zu küssen? Das habe ich dir überhaupt nicht erzählt. Du solltest einfach nur kurz über deine Ideen reden. Jetzt, danke. Caleb, nein, danke. Also manchmal ist er ein bisschen schwierig. Maria, hi. Ich finde ihre Brille cool, ne? Romantisch. Mit einer Beziehung einzugehen. Oh, ihr Süßies. Ja. Hauch ihr mal einen Kuss zu, dann gucken wir mal, dass wir einen schönen Tisch finden. No, die Zweiertische sind alle belegt. Aber wir haben ja... Das sind auch nur Vierertische. Aber eigentlich könnten wir ja mal nach oben gehen, oder? Wir müssen ja nicht immer nur unten sitzen, weil hier oben ist schon echt süß. Oh Gott, wenn wir hier oben hingehen... Nicht, dass sie denkt, wir haben das für sie vorbereitet. Hat er das für sie vorbereitet? Wollen sie da jetzt doch eine Beziehung eingehen? Was meint ihr? Was meint ihr? Eigentlich ist das so der perfekte Ort für so einen Heiratsantrag. Ich glaube, dafür haben wir das damals extra gebaut. Aber wenn wir mit ihr jetzt auch hochgehen? Mir geht's gut, ja, danke. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Und jetzt willst du konzentriert werden, kokett werden. Du hast Dinge vor in deinem Leben. Vögelein, hi. Es wäre eigentlich schon sehr süß, ich weiß nur nicht, ob er das machen würde so öffentlich. Der ist ja nicht öffentlich, die sind ja da oben alleine. Da oben ist ja keiner, deswegen will er ja oben essen gehen, weil unten sind halt so viele Leute und oben ist es halt so ein bisschen privater, so ein bisschen intimer, so. Wisst ihr? Ich meine, Lavender muss heiraten, sich scheiden lassen und die Person dann später wieder heiraten. Das heißt, so langsam müsste er mal heiraten oder sowas Ernsteres machen. Ist halt die Frage, wollen wir das mit Charlie machen? Oh, sie will ihn jetzt auch küssen. Ach Gott, das sind schon Süßis. Das sind schon Süßis. Auch wenn es dann traurig wäre, dass sie sich nochmal trennen müssten, aber dann finden sie ja wieder zueinander. Ah, schon süß eigentlich, oder? Ja? Haben wir jetzt eigentlich unseren Tisch oder nicht so? Wir setzen uns da erstmal zusammen hin. Ich finde schon sehr süß zwischen den beiden. Ich auch. Ich mag Charlie echt gerne. Na komm, drängel dich einfach durch. Aber er ist selbstsicher. Sie macht ihn auf jeden Fall selbstbewusst. Das ist schön.
ich glaube, sie ist auch genau die Richtige, weil sie ist so auffällig, so flippig und sie matcht ihn sehr, sehr gut. Die ergänzen sich sehr, sehr gut. Das ist manchmal so ein bisschen wie bei Habi und mir, weil Habi und ich sagen immer wieder, zusammen sind wir ein funktionierender Erwachsener. So, wir bestellen mal fürs Essen. Du darfst wieder gehen, danke, tschüss. Dann verloben die sich? Meint ihr echt? Ich meine, es würde ja passen, weil Lavenda ist sprunghaft, dass er so sprunghafte Entscheidungen trifft, würde halt auch passen. Oder? Komm, ihr kriegt ein Macchiato und du möchtest ein Espresso. Und dann was Schönes zu essen. Vorspeise brauchen wir nicht, wir haben richtig Hunger. Ich glaube, er möchte ein Frühstücksallerlei und sie möchte ein Benedikt. Das sieht gut aus, glaube ich. Jo, der sieht gut aus. Das macht die Sache rund. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Oh, sie verehrt ihn. Oh Gott, ihr seid so süß. Wir müssen noch einmal flirten. Mach ihm mal ein Kompliment übers Aussehen. Übers Essen reden kriege ich irgendwie immer nicht so richtig hin. Ich glaube, das schaltet sich auch erst frei, wenn das Essen hier steht, aber irgendwie finde ich das immer nicht. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu langsam bin oder so. Ich habe gar keine Ahnung. Sternhimmel beobachten, das können wir hier. Das können wir gleich mal machen, wenn wir gleich bestellt haben. Das finde ich süß. Das Lied finde ich gerade doof. So diese Rap-Dinger mag ich immer nicht so gerne. Finde ich immer so ein bisschen... ist nicht mein Musikgeschmack. Du darfst gehen. Du darfst die Bestellung an die Küche weitergeben, bitte. Warum geht ihr denn jetzt runter? Aber ihr könnt doch oben bleiben. Das ist doch kein Problem gewesen. Bei den Date kann man auch freundlich und ich glaube Smalltalk gehen. Da gibt es dann das Reden über mit dem Verabredungssymbol. Danke für den Tipp. Dann probiere ich das gleich mal. Das teste ich gleich. Oh. Guckt euch die beiden an! Guckt euch die beiden an! Erstmal Screenshots machen. Oh Gott. Oh Gott! Oh. Wie alt ist er eigentlich? 18 Tage bis Erwachsener. Okay, das geht. Das heißt, wir haben da jetzt auch keinen Zeitdruck. Smalltalk. Über himmlisches Essen reden. Perfekt, ich hab's gefunden. Oder kommt das Essen sogar schon? Danke fürs Essen. Danke fürs Essen. Guck mal. Dann können wir uns zusammen wieder darüber setzen. Interessen teilen. Freundlich. Interessen. Sich für Klaviersonaten begeistern. Weil ich glaube, sie ist auch sehr musikalisch. Geh bitte wieder weg. Ich fühle mich awkward, wenn wir vor deinen Augen flirten. Geh bitte. Geh bitte. Geh bitte runter. Freundlich. Interessen. Und von Lieblingssängern schwärmen. Ich glaube, das gemeinsame Interesse ist definitiv Musik. Musik und Medizin. Nochmal übers Essen reden. Smalltalk. Tag war schöner. Achso, ihr dürft schon ruhig zusammen essen. So ist es nicht. Lino, ich kann gerade nicht, Bruder. Nochmal Smalltalk. Kennenlernen. Und auch bitte dein Espresso trinken.
Dann tiefgründige Gedanken müssen wir noch. Machen wir mal eine tiefgründige Unterhaltung. Und nochmal eine brillante Idee mitteilen. Mir geht's gut, wie geht's dir, Schokolein? Nee, ich kann nur vorzeitig beenden. Aktion für Verabredungen, bitten Verabredung zu verlängern. Machen wir das. Oh Gott, was ist denn hier los? Von Charlie beleidigt werden? Warum, Charlie? Ich glaube, da ist ein Joke von ihr nicht so gut angekommen. Wollen wir die Verabredung verlängern? Ja? Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Zeit für mehr Rendezvous. Charlie plaudern, was nu? Wir haben doch noch gar nicht gegessen. Frühstücks allerlei essen. Und da musst du mal schnell pieseln, ne? Sie muss auch gerade pieseln. Dann lassen wir sie zuerst. Und dann gehen wir schnell pullern. Komm schon mal hier runter, Lavender, bitte. Dass sie hier alle sich so tummeln. Wir müssen auch noch mal ein neues Restaurant bauen. Ich liebe es, Restaurants zu bauen. Und dann darfst du auch mal verwenden. Guck mal, da ist er schon. Das Romantikfestival findet gerade statt. Aber das wäre natürlich auch cool. Ich glaube, wir müssen noch mal fragen, ob wir die Verabredung verlängern können. Nee, können wir nicht. Aber wir können ja trotzdem hier bleiben. Wir haben über Essen geredet. Schön, dass sie auch einfach bei uns drin bleibt. Zuwendung. Aufreizen, posieren. Ich hätte das gerne auf Gold, bitte. Das ist so schwer, das auf Gold zu kriegen. Die ganze Verlängerung von der Verabredung einfach dafür aufgewandt, dass beide pullern gehen konnten. Mundkind, hi. Nochmal Zuwendung zeigen, komm. Zuwendung. Versprechen, Lied zu widmen, auf jeden Fall. Warum kriegen wir das jetzt auf Gold noch? Etwas essen. Wir haben doch gerade was gegessen. Nee, du wirst nicht über Bindungsangst reden, bitte nicht. Bitte nicht. Smalltalk? Über Lieblingsessen reden. Komm, ich hätte das gerne auf Gold, aber ich kann es nicht nochmal verlängern. Na? Na? Aber sie hat noch gar nicht gegessen, ne? Smalltalk? Ich krieg's nicht auf Gold. Ich würde aber gerne mit ihr wieder hochgehen. Geh weg. Geh weg. Ich will mit ihr hier hochgehen. Charlie mag Smalltalk, das ist okay. Dann würde ich mit ihr zusammen dahin gehen, bitte. Ich meine, da sind jetzt andere Leute. Ich werde die mal bitten, dass sie da mal ein bisschen weggehen. Geht da weg. Geht weg. Bitte, ich plane hier was. Geht bitte weg. Geht bitte weg. Hm, was habe ich denn da gekriegt? Ich glaube irgendwie so ein Schokoding oder so, ne? Ah Mensch, zieht Leine. Geht weg, ich plane hier was Cooles. Bitten, eine Beziehung einzugehen. Oh Mann, warum kommen denn jetzt so viele Leute hier hoch? Das ist ihm sehr unangenehm. Geht mal bitte weg hier. Zieht Leine. Ich will meiner Freundin eine wichtige Frage stellen, okay? Okay? Oh Gott, wo kann ich das machen? Wo kann ich das machen? Romantik. Ständchen bringen, wir wollen sehr romantisch zu ihr sein.
kommen immer mehr Leute hier hoch. Vorhin war hier gar nichts los. Und jetzt? So, Triff. Er will das nicht so öffentlich machen, ne? Aber jetzt sagen wir, er hat das hier extra vorbereitet und jetzt sind so viele andere Sims hier und er bewegt sich nicht. Er traut sich gerade nicht. Er traut sich gerade nicht. Och, schade. Aber sie hat doch ja gesagt. Wir sind jetzt ein Paar, oder? Wir sind ein Paar. Herzblatt. Oder sind wir kein Paar? Süßholz raspeln. Oh. Oh, das kommt von ihr jetzt. Süß. Okay, der Antrag ist wohl ein bisschen ins Wasser gefallen. Der ist ja ein bisschen sehr ins Wasser gefallen. Da müssen wir uns was anderes überlegen, wie wir ihr überraschenderweise einen Antrag machen, wo Lavenda keine kalten Füße bekommt. Wo wir könnten mit ihr aufs Romantikfestival gehen. Wo ist das Romantikfestival nochmal? Moment, wir können ja einfach hier draufklicken. Hier, Festival-Infos ansehen und zu Romantik-Festival reisen mit Charlie, weil da kann man ja wirklich in der Hitze des Gefechts im Grunde einen Antrag machen. Und die Aktion hätte ich tatsächlich ganz gerne in Samaishu. Ja, Samaishu natürlich, aber in welchem Viertel? Ich muss aber ganz kurz pullern, ja? Dann setzen wir das um. Ich bin gleich wieder da. Mal hier aus der Decke rauspulen. Oh, meine Süßen. Wir reisen. Wir gehen aufs Romantik-Festival. Sie hat ja ein Benedikt noch gar nicht gegessen. Wir tun so, als hätte sie es gegessen. So, frag sie, komm. Komm, frag sie, bevor das Festival vorbei ist. Danke. Hey, hey. Juni, hallöchen, schön, dass du da bist. Hello, hello. So happy, dass wir wieder einander zu Berry Challenge weiterspielen, ne? Ich liebe das! Oh. So, ich dachte, was ist das denn? Ich dachte, da hängt irgendwie ein Käfer. Aber da habe ich mich zum Glück verguckt. Ich finde meine Haare momentan ganz schrecklich, ne? Muss ich, aua, dringend was tun. Guck die Decke auf den Boden. So. Jetzt aber. Meine Güte, ich muss mich hier erstmal ganz viel sortieren. Oh. Ja, Käfer, ganz gefährlich. Auch mal ein bisschen Angst vor Käfern. Du wirst Charlie dort treffen. Wunderbar. Es ist leider ein bisschen bewölkt. Aber ich möchte in der Hitze von Hochzeiten sorgen? Nein! In der Hitze des Gefechts würde ich ja gerne einen Antrag machen. Oh! Hitze des Augenblicks zum Ausdruck bringen? Ach, guck mal, da ist Licht. Das ist schön. Also das ist ein bisschen untypisch für Lavenda, dass er das so in der Öffentlichkeit macht. Aber manchmal ist er halt so ein bisschen überschwänglich. Warum kann ich hier keinen Antrag machen? Oh, hier, dann macht so lange mal Techtelmechtel, weil ihr seid ja jetzt ganz frisch ein Pärchen. Zuwendung, kann ich hier einen Antrag machen? Würdest du die Romanze zwischen Lavenda und Charlie als heiß bezeichnen? Klar, von mir aus. Ich würde trotzdem gerne gucken, wo ich ihren Antrag machen kann. Das müsste doch hier funktionieren, oder nicht? Oder geht das nicht, weil er sprunghaft ist? Ach, hier ist ein Wuhu-Wusch. Die Sachen könnten wir eigentlich auch mal mitnehmen, ne? Warum nicht?
Warum nicht? Nee, beim Hochzeitsbogen ist das leider nicht. Da kann ich mir nur Sorgen drüber machen. Das ist bei Beziehung. Dann gucke ich da gleich mal. Wenn die hier wieder raus sind, die beiden Schnuckelchen. Diawall, hi. Diawall ist ja unser zukünftiger Kollege. Hi, Diawall. Diawall ist halt auch ein Hottie, ne? Ich bin gerade irritiert, was das ist, aber das ist ein Schuh. Ich bin manchmal auch ein bisschen doof, ne? Antrag in der Hitze des Augenblicks. Yes, da ist es. Da ist es. Hier sind sie auch ein bisschen privater. Ich cheate mal, dass sie mal nicht stinkt, ne? Weil ich will einen Screenshot machen. Und... Er macht dir einen Antrag. Er macht dir einen Antrag. Und ich hoffe, sie sagt nicht nein. Oh, Lavenda. Und? Sie sagt ja. Oh, perfekt. Sie sagt ja. Yay! Dude, du störst massiv, Kengo. Yay! Sie sind verlobt. Warum ist sie barfuß? Lavenda hat sich soeben mit Charlie verlobt. Geh weg. Ich will mit meiner Verlobten alleine sein, bitte. Oh mein Gott, wie wollen wir die Hochzeit machen? Soll das so eine überstürzte Hochzeit sein und wir so tun, als würden wir hier einfach direkt auf dem Romantikfestival heiraten? Oder wollen wir das beim Standesamt machen? Oder wollen wir wirklich eine große Hochzeit planen? Weil wir werden sie ja später nochmal heiraten. Und, weil wir müssen uns ja, wie gesagt, scheiden lassen und sie dann später nochmal heiraten. Und dann könnten wir jetzt so eine spontane, oh hi Oma, eine spontane Hochzeit machen und dann später eine schöne große Hochzeit machen. Oder andersrum, wir machen jetzt eine schöne große Hochzeit und später eine private nur für uns beide. Was meint ihr? Ja, gleich hier, oder? Weil ich finde auch, das passt absolut, oh mein Gott, es geht sogar hier. Spontane Heirat mit Charlie. Oh Gott. Oma, nein. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Ich will jetzt meine Verlobte heiraten. Ganz spontan. In der Hitze des Augenblicks. Das passt so gut. Das passt so gut. Genau, und die zweite Hochzeit dann richtig schön groß. Mit ganz viel Mühe und nicht spontan, sondern gut durchdacht. Und oh mein Gott, die heiraten jetzt einfach ganz spontan auf dem Festival. Das habe ich noch nie gemacht. In irgendeinem Gameplay so spontan zu heiraten. Weil die sind gerade erst zusammengekommen. Ich meine, das hat sich ja jetzt schon seit einiger Zeit angebahnt, so fast über das gesamte Studium von ihm. Aber so Beziehung, verlobt, Heirat, das hatte ich noch nie so schnell. Ich glaube, Charlie kann das auch gerade gar nicht so richtig fassen, dass sie jetzt einfach heiratet. Dann nimmt sie seinen Namen an, würde ich sagen, oder? Es passt gut zum Sprunghaften, finde ich eben auch. Finde ich auch. Die beiden sind verheiratet. Die beiden sind verheiratet. Wow, das ist sehr spontan gewesen. Dann würde ich ihr einfach mal unseren Nachnamen geben. Oder? Oder wollen wir ihren Namen annehmen? Fehlt nur noch eine Familie. Das stimmt. Das stimmt. Aber noch ist Lavender ja gar nicht mit seinem Studium fertig. Ich glaube, ein Baby machen würde er noch nicht. Wollen wir... Oh Gott, ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Laventelinen heißen oder wollen wir Blackwater heißen? Laventelinen oder Blackwater? Was wollt ihr lieber als Nachnamen? Blackwater? Charlene ist für Blackwater. Blackwater kann ich wenigstens aussprechen.
Blackwater. Blackwater ist auch ein cooler Name, oder? Laventilinen finde ich auch cool, weil Lavender, Laventilinen klingt einfach mega cool. Aber ich stolper jedes Mal über diesen Namen und verknote mir die Zunge. Ich werde bei ihr mal... die Armbehaarung ausschalten. Hier ist es ausgeschaltet. Hier auch. Haarwachstum. Mache ich auch mal weg. Ich meine, ich finde es cool, dass wir das mittlerweile haben, aber... brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dann können wir hier das Herz wegmachen, denke ich. Und dann, ich glaube, es wird Blackwater sein. Die Schuhe fehlen bei ihr. Ja, was ist mit den Schuhen? Aber auch nur im Alltagsoutfit, ne? Dann geben wir ihr mal neue Schuhe. Was ist aus deinen Schuhen geworden? Oder magst, trägst du einfach nicht gerne Schuhe? Ich gebe ihr auch mal Socken. Solche Schuhe? Ich weiß immer nicht, was für Schuhe ich in Sims anziehen soll. Und die sind ganz cool. Ich glaube, die nehme ich. Ah, da ist der Unterschied, die Brille. Ich muss gerade überlegen, so, hä, was ist da der Unterschied jetzt? Dann nehmen wir ihren Namen an? Echt? Ergebnisse anzeigen. Blackwater. Tatsache, dann heißen die jetzt Blackwater. Ach, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass er ihren Namen annimmt. Aber passt zu ihm, finde ich. Lavender Blackwater. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und später, wenn sie heiraten, nimmt sie seinen Nachnamen an. Können wir dann immer noch entscheiden. Weil Nachnamen hin und her switchen finde ich ein bisschen schwierig, weil das Kind heißt dann ja wahrscheinlich auch schon Blackwater und dann müssten wir alle nochmal umbenennen. Und wenn er sowieso als Blackwater jetzt die ganze Zeit rumläuft, ist die Frage, nimmt er dann seinen Geburtsnamen wieder an, wenn sie sich scheiden lassen? Oder bleibt er bei Blackwater? Weil als meine Eltern sich zum Beispiel haben scheiden lassen, hat meine Mutter einfach den Namen behalten. Weil es dann bewusster ist, denke ich mal. Ja, aber warum sollte das Einfluss auf die Namenswahl haben, das Bewusstere? Ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Geste, dass er auch ihren Namen angenommen hat. Finde ich irgendwie sehr süß. Ich meine, jetzt sind sie gerade erst verheiratet. Wir werden nicht direkt die Scheidung planen. Das finde ich nicht. Ich glaube, die leben sich vielleicht so ein bisschen auseinander, werden beide fest im Arbeitsleben sind, weil sie dann halt nicht mehr so viel Zeit füreinander haben und dann kommt es vielleicht häufiger mal zu Streit oder so. Ich weiß nicht, was für einen Einfluss die Arbeit auf deren Leben haben wird. Ich weiß nicht, wie das laufen wird. Also es wird die Zeit einfach zeigen, ob sie Schwierigkeiten dann in ihrer Beziehung haben oder ob wir dann selber Schwierigkeiten provozieren werden, einfach wegen der Regeln. So, du darfst gerne, genau, alles ernten. Dankeschön. Es ist auch ein schönes Objekt. Also die Textur könnte deutlich schlimmer sein. Eigentlich finde ich die ganz cute. Du hast hier, glaube ich, übersehen, da wenn... Ne, hast du nicht. Okay, cool. Cool, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder nach Hause, weil wir müssen auch mal wieder pennen. Und, oh, ihr wird auch geknutscht. Wir müssen mal wieder pennen, weil morgen haben wir ja Familientreffen und das ist ganz wunderbar. Dann können wir nämlich Charlie mitnehmen und Charlie unseren Eltern vorstellen.
und unseren Geschwistern nach dem Motto. Das ist die Frau an meiner Seite. Wir haben ganz spontan auf dem Romantikfestival geheiratet. Überraschung! Aber ich kann mir vorstellen, dass Nelio und Damien dann doch schon ein bisschen enttäuscht sein werden. Hallo, nehmt ihr mich mit? Dass sie einfach so geheiratet haben und für die eingeladen waren, dass es keine große Hochzeitsfeier gab. Ich glaube, das macht sie schon ein bisschen traurig, aber das Wichtigste ist natürlich, dass ihr Sohn, also deren Sohn, glücklich ist. Und deswegen sehen sie darüber hinweg. Beide Nachnamen sind cool, daher kann er so bleiben, wie er ist. Wir könnten auch zum ursprünglichen Namen zurückgehen, weil eigentlich hießen die ja Barry. Weil not so Barry, Familie Barry. Und jetzt wechseln ganz viel die Nachnamen. Finde ich aber eigentlich auch nicht schlecht. Kann nur sein, dass es verwirrend eventuell wirkt. Ich weiß es nicht, aber ich mag auch den Namen Blackwater. Din, 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 din. Ihr wart gerade essen. So, dann geh mal ins Bad. Dann darfst du nochmal in Dusche singen und dann schlafen gehen. Und Malu, du kannst bitte in dein Bett gehen. Es ist Lavendas PC. Sie geht einfach wieder direkt hier in das Bett, ne? Darfst gerne da schlafen. Die teilen sich jetzt ein Zimmer. Das finde ich süß. Dann ziehen sie zusammen nach Willow Creek. Mal gucken, was für ein Haus wir da ziehen. Also ich habe ein paar Häuser für Willow Creek. Können wir gucken, ob wir eventuell schon eins platzieren? Oder ob wir eins von den Häusern nehmen, die da stehen, weil wir haben halt nicht so viel Geld. Dann gehe ich schlafen. Mein Großer. Wieso kannst du nicht schlafen gehen? Komm. Na, geht doch. Oh, er ist der kleine Löffel. Oh Gott, die beiden sind echt süß. Die sind so cute zusammen. Spontane Hochzeit. Ich lieb's irgendwie. Ich lieb's. Wir können uns ja die Häuser ansehen und dann entscheiden. Ja, wenn wir dann sowieso beim Umzug sind. Ich muss die Haushalte sowieso aufteilen, weil Malu wird wahrscheinlich hier wohnen bleiben und sie wird sich dann wahrscheinlich einfach andere Mitbewohner suchen. Und dann können wir uns das angucken. Ja, ich weiß, dass ich ein schrecklicher Nachbar bin, lebt damit. Ah. So, Malu muss gleich zur Arbeit. Oh, Charlie ist schon wieder wach. Guten Morgen, Charlie. Der Wender nach seinem Tag fragt. Ach, du bist auch süß. Du kannst Schwangerschaftstest machen. Geh pullern, Schwangerschaftstest machen. Da macht sie ja auch direkt pullern mit. Und dann darf sie auch gerne was essen. Die verfügbaren Reste entsprechen nicht den Essenspräferenzen von Charlie. Ja, dann mach Eier und Toast. Oder so, keine Ahnung. Schon wieder so ein Rap, ne? Ich mag diese Raps nicht. Ich finde, die klingen einfach mal alle doof. Ich mag die einfach nicht. Och, Malu, nö. Reparier mal bitte. Wollte ich zu Charlie sein. Und dann darfst du hier aufwischen. Allein durchschicken. Du bist auch schon wieder wach, mein Lieber. Hier, du kannst Lied singen, Theaterdrama, die Reise eines Helden. Dann startet er so ein bisschen in den Tag. Das finde ich auch ganz schön. Theaterdrama finde ich sowieso immer so, so schön. Oh Leute, da geht mir das Herz auf. Ich weiß gar nicht, welcher dein Sim ist, Mundkind. Ich glaube, ein Tashino. Tashino. Tashino, Tashino, Tashino. Ne, das ist Thor.
Also Tashino hat er auf jeden Fall nicht kennengelernt. Aber kommt ja vielleicht noch. So, Malu kommt doch zu spät zur Arbeit, oder? Ja, Malu. Krankenhauspraktikantin. Das ist einfach eine Ärzte-WG, finde ich so cool. Einfach alles Arztstudenten. Übers Studium haben sie sich dann kennengelernt. Und das finde ich cool, wenn wir das so einfach so übernehmen. So, jetzt muss Charlie los. Charlie? Zur Arbeit gehen. Sie schlingt das Essen noch schnell rein. Finde ich gut. Dann beeil dich mit dem Essen. Hier freundlich zu Lavendel nach seinem Tag fragen kannst du dann später auch noch. Malina, hi. Ich liebe das. Ach, er hat so eine tolle Stimme, ne? Eigentlich sollte er wirklich in die Entertainer-Karriere und Sänger werden oder so. Hi, Jana, meine Liebe, wie geht's dir? Er hat noch ein bisschen Zeit. Meine, wann kommt Charlie wieder? Charlie, oh, bis 18 Uhr. Dann müssen wir 18 Uhr auf jeden Fall zur Familienfeier gehen. Zum Familienabendessen. Dann können wir hier vielleicht was vorkochen. Dann können wir nämlich was mitnehmen. Bis dahin können wir hier dran arbeiten. In 6 Fähigkeiten Level 8 erreichen. Gärtnern haben wir eigentlich noch gesagt, ne? Kannst du hier nicht Gartenarbeit recherchieren oder so? Oder du machst einen Kurs. Ist das Business? Fähigkeitenunterricht teilnehmen? Und Fähigkeitenunterricht teilnehmen. Hier. Dann kannst du das machen. Nicht so gut wie der heftig Schmerzen. Oh nein. Das tut mir leid. Ich hoffe, es geht dir bald besser. Ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen, meine Liebe. Mir geht's gut. Und Dankeschön. Ich fühle mich gerade nicht so gut, weil ich habe hier ganz viele Pickel gerade und ich mag meine Haare aktuell überhaupt nicht. Aber hilft nichts. Hilft nichts. Gartenarbeit bitte. Oh Gott, was ist das schon wieder für ein Scheißlied? Also manche Lieder, na, manche finde ich richtig geil und manche finde ich einfach so. Klar, natürlich. Andere Challenges, Szenarien, liebe ich. Ich liebe Gameplay bei Sims. Oh nö, ich glaube, da müssen wir hier noch ein bisschen aufräumen. Aufwischen, das kommt weg. Der Chef von Charlie schlägt ihr vor, an der Schulung teilzunehmen. Was soll sie tun? Ja, natürlich an der Schulung teilnehmen, aber sicher. Ja, so viele Leute rufen mich an. Und dann haben wir hier auf jeden Fall schon die Zeit gut genutzt für den Fähigkeitenunterricht. Ich kriege schon wieder Schluck auf. Was ist da los heute? Mütliche Ecke, Chestnut Ridge. Okay, kennen wir auch nicht. Hat er einen aufschlussreichen Kurs? Das ist super. Gartenarbeit. Nein, ich kenne dich nicht. Geh weg. Können wir eigentlich nochmal machen, oder? Und den nicht reisen. Hier, Business war das. An Fähigkeitenunterricht teilnehmen. Was ist denn los, Nelio? Ich habe meinen Chef sagen hören, dass ich für eine Beförderung in Frage kommen könnte. Glaubst du, ich könnte das schaffen? Du solltest auf jeden Fall dranbleiben, Papa. So, Gartenarbeit bitte. Danke. Oh, Anelio. Hey, wer bist du denn? Warum räumst du den Müll weg? Um Gottes Willen! Das machst du nicht, mein Freund. Roland, hi! Dankeschön für den Raid. Ganz, ganz lieben Dank. Boah, da muss ich ja mal kurz richtig begrüßen. Hallo, Missy. Gwenny, hallöchen. Hallo, Alexus, hallo. Ihr seid gekommen, um mich zu bestäuben? Muss ich Habi vorher fragen, okay?
Hi, dankeschön für den Raid. Herzlich willkommen, lieber Roland. Liebe Bienchen, dein Stream blockt unsere Raid-Message. Oh nein! Ja, das tut mir sehr leid. Ich kann da nichts für. Ich weiß nicht, woran das liegt. Danke dir, aber ich wusste, wenn es kalt und nass wird, fangen die Schmerzen wieder an. Darum bin ich ein Sommermensch, weil es mir dann gut geht. Bei mir ist es genau andersrum. Im Sommer geht es mir schlecht. Ich hoffe, dass es dir auf jeden Fall bald besser geht. Manche können nicht schreiben. Nee, ich habe keinen Follower-Chat an. So einen Scheiß mache ich nicht. Ich habe keinen Follower-Chat an. Wieso sollte ich so was machen? Kassata, Hallöchen, Eisblümchen, hi. Sagt der Bot irgendwas, warum ihr nicht in den Chat schreiben könnt? Sind eingestellt, dass Antworten einzigartig sein müssen. Man darf nicht dieselbe Nachricht für andere schreiben. Ah, okay. Ja, das ist der Spam-Schutz. Das ist nur der Spam-Schutz. I'm sorry. Weil ich schon ganz viele Spammer und Hate-Rates und sowas hatte, musste ich leider den Spam-Schutz aktivieren. Und deswegen Unique Message. Aber herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Zuzu, das ist eine perfekte kreative Nachricht. Wir verzeihen dir ausnahmsweise. Ganz, ganz herzlichen Dank. Kitty, danke schön für den Shoutout an den lieben Roland. Ich bin gerade dabei, Sims zu spielen in der Not So Berry Challenge, Ausrufezeichen NSB, das sind die Regeln zur der Challenge. Wir hatten gerade eine ganz spontane Hochzeit im hitzigen Augenblick des Gefechts, der Situation. Und wir beenden hoffentlich heute unser Studium und unser Bruder steht vor der Tür. Und was ist denn hier mit dem Müll eigentlich schon wieder los? Oh, ist er ekelhaft. Ist er gerade panisch weggelaufen? Hey, was haben wir denn jetzt gemacht? Hä? Haben wir ihn verscheucht? Hat er sich erschrocken? Vielleicht hat er einen Geist gesehen. Ah. Bin aber erstmal weg. Ich muss meinen Mann abholen. Alles klar, schön, dass du da warst. Dankeschön fürs Mitraden. Malu ist wieder da und Malu hat eine verstopfte Nase. Du bist doch Ärztin. Ich dachte, im Sims-Universum... Verstopfung beheben. Kaffee soll helfen, habe ich gehört. Ich dachte, als Ärztin bist du hier krankheitsresistent oder kommt das erst später? Wir werden ihr mal Medizin kaufen, würde ich sagen, oder? Wo kommt das M? Das M kommt weiter vorne. Buchstabieren kann ich. So, dann darf sie mal Medizin nehmen und die werden wir dann gleich mal auf die anderen auch so ein bisschen aufteilen. Ist die Musik alle? Ich glaube ja. So, jetzt. Weirde Musik, aber Hauptsache wir haben Musik, oder? Nehmen wir, wie wir es kriegen. So, er müsste jetzt auch gleich zurück sein. Wie sieht's aus mit deiner Gartenfähigkeit? Kurz vor Level 7, also so richtig, richtig gut klappt das nicht mit der Gartenfähigkeit. Level 8 erreichen, ja dann, das dauert aber noch. Vielleicht müssen wir doch noch mal ein bisschen gärtnern. Dann kaufen wir hier so Blumenpötte. Ich meine, wir haben ja sowieso gerade was geerntet. Von daher können wir da gut was anpflanzen und damit natürlich auch noch mal ein bisschen Kohle machen, ne? Das geht ja bei Sims zum Glück immer relativ easy mit der Gartenfähigkeit, sich ein Vermögen aufzubauen. So, ich speichere noch mal, weil sicher ist sicher. Ihr kennt es bestimmt. Bevor das Spiel wieder abschmiert, habe ich nämlich keine Lust drauf. Und dann gehen wir zu unseren Eltern und uns und denen unsere spontane Braut vorstellen. Aber ich glaube, die würden auch echt schöne Kinder machen. Aber bei denen, ich glaube, ich fühle ein Einzelkind. Ich denke, ich fühle ein Einzelkind, was bei den beiden Jobs von den Eltern so ein bisschen untergeht. Und so ein bisschen auf sich selbst gestellt ist. Ich glaube, sowas würde ich fühlen, weil das Kind muss ja so ein bisschen Schurke sein, böse sein, laut den Challenge-Regeln. Und ich glaube, das würde so ganz gut passen, denke ich. Ja, machen wir 3 Lilien und 3 Paradies-Vogelpflanzen, oder? Den Rest können wir verkaufen. Zack, zack, zack.
Das verkaufen wir alles hier. Tanzfläche brauchen wir auch nicht. Da kriegen wir noch mal 1000 plus. Warum haben wir 2 Uni-Hefte? Okay. Dann darfst du alle gießen. Und bis dahin müsstest du auch eigentlich, also müsste Charlie wieder zurück sein. Das wäre ideal. Guck mal, so levelt er nämlich direkt deutlich schneller, als wenn wir jetzt diese Kurse machen. Denke ich jedenfalls. Du brauchst ganz schön lange fürs Pflanzen, weißt du das? Dann darfst du dich auch mal umziehen, weil es wäre ganz gut, wenn du dich vernünftig anziehst, wenn du wieder nach Hause gehst. Es ist Spieleabend, also... Okay, machen wir das Familientreffen heute hier? Okay, dann machen wir das Familientreffen heute hier. Umso besser, dann können wir auch gleich was zu essen vorbereiten. Das packe ich mal wieder in den Kühlschrank. Malu, du stinkst, Mausi. Geh mal duschen, bitte. Dann werden wir... Ja, Abendessen servieren, das ist immer nur 4 Portionen. Dann werden wir sagen, kochen. Kochen... Ich weiß gar nicht mehr, ob irgendjemand Vegetarier war. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, wir machen was Vegetarisches. Und eine schöne große Portion von Veggie Filet Wellington. Das klingt doch gut. Eine Partygröße. Dann laden wir nämlich unsere Geschwister auch ein, denn Lavenda ist ja eines von den Drillingskindern, weil er ist ja ein Drilling. Und dann hat er noch eine Halbschwester und die laden wir natürlich auch ein. Nö, wieso auf Reserve behalten? Wofür? Charlie ist wieder zurück und hat 2400 Simoleon verdient. Wow. Das ist eine Menge. Willkommen zurück, Charlie. Dann kannst du deine Schwiegereltern einmal kennenlernen. Das finde ich cool. Das finde ich sehr cool. Warum nicht? Und sie hat direkt einen guten Ruf. Das finde ich schön. Meine Tochter guckt gerade zu. Grüß gerne mal den Hobbit. Hallo Hobbit, schön, dass du da bist. Hi. Schön, dass du zuschaust. Und Roland, ganz, ganz lieben Dank für 37 Monate. Mua. Liebster Hobbit, knuddel Roland bitte einmal von mir, weil ich habe das dieses Jahr noch nicht schaffen können. Nimm Papa mal bitte ganz, ganz fest von mir in den Arm, ja? Dankeschön. Ach, Roland, ich wollte dich sowieso noch was fragen. Polaris. Habe ich das richtig gesehen, dass du auf der Polaris bist? Ach, der Kühlschrank ist kaputt. Malu, du stehst hier gerade. Kannst du das vielleicht mal reparieren? Dankeschön. Ich muss gerade kochen. So, Blumen sind gegossen. Habe ich das nicht schon weggepackt? Ich stelle das mal wieder hier rein. Und Charlie freundet sich mit den Schwiegereltern an. Das ist super. Ihr könnt hier plaudern. Hol sie mal rein. Lade sie mal rein. Lavender Blackwater. Irgendwie ist das cool. Blackwater ist ein cooler Name. Der ist so... Stimmig. Ich mag den sehr, sehr gerne. Der klingt so... Weiß ich nicht. Irgendwie mag ich den einfach sehr gerne. Sie verarscht gerade ihre Schwiegereltern. Auch schön. Auch schön. So, stellt's gerne auf den Tisch. Wunderbar. Und jetzt bin ich mal gespannt. Familienrat geben. Achso, nee, wir müssen erstmal unsere Geschwister einladen, ne? Sozialinteraktion? Ach. Hier. Ich füge jetzt einfach mal die ganze Familie hier zu. Christy ist nämlich drin. Und, die anderen kann er nicht hinzufügen. Hä?
Warum kann ich Nelio und Dorian nicht hinzufügen? Ja, Damien, ich habe ihn jetzt schon alles genannt, ne? Dorian heißt er, Dorian. Aber dann starte ich hier einfach schon mal die Veranstaltung und dann machen wir das einfach auf diesem Wege. Vielleicht kann ich die beiden ja auch einfach in die Gruppe einladen. In Gruppe einladen, in Gruppe Drillinge einladen und dann benennen wir die einfach um. Nein. Dorian. Kommst du bitte wieder? Dorian? Ich habe gerade Essen gemacht. Ich würde sagen, sie haben die Nachricht von der spontanen Hochzeit jetzt nicht so gut aufgenommen. Dad? Da steht er. Gruppen? In Gruppe einladen? Gruppe Drillinge einladen? Nelio ist auch wieder weg. Lade ihn mal bitte ein. Komm. Die beiden waren wohl ein bisschen schockiert darüber. Machst du Witze? Sicher will ich mitmachen. Wunderbar. Wo ist Nelio? Der ist auch gegangen. Ich fass es nicht. Nelio! Nelio wird gleich da sein. Ist er jetzt da oder nicht so? Ich kenne dich nicht. Geh weg. Da ist er. Natürlich müssen wir ihn auch einladen. Gruppe einladen. Drillinge. Und dann nennen wir die Gruppe nämlich in Familie um. So. Dann haben wir das nämlich auch. Und dann hauen sie nämlich nicht immer ab, wenn wir sie einladen. Wunderbar. Dann kommt doch bitte alle zusammen mal hierher. Damit ich euch meine Frau vorstellen kann. So, Charlie, komm mal bitte hierher. Charlie, komm her. Charlie. So. Dad, darf ich euch meine Frau vorstellen? Das ist Charlie und wir haben spontan auf dem Romantikfestival geheiratet. Wir daten schon eine Weile und haben eigentlich als Freunde angefangen und haben dann ganz spontan Nägel mit Köpfen gemacht und haben geheiratet. Ich hoffe, ihr freut euch für mich. Und oh, er freut sich. Nach dem ersten Schock, dann freuen sie sich doch. Das ist schön. Oh, wie darf ich dich nennen? Hallöchen, schön, dass du da bist. Jetzt wird hier gemeckert? Zuneigung ausdrücken. Ach, schön. Ich meine, es ist auch ein bisschen schwierig, dass Charlie kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause und wir überfallen sie quasi direkt mit einem Familientreffen. Aber sie macht das gut. Sie steckt das gut weg. Dina. Okay, Dina, das kann ich mir gut merken. Schön, dass du da bist. Wir geben ihr eine Rose. Ihr hat einfach Level 5. Was hast du denn für ein Outfit an? Einfach Level 5 der Romantikfähigkeit. Mit Charlie Händchen halten. Das machen wir doch glatt, oder? Romantik, körperliche Nähe, Händchen halten. Lena, hi! Dankeschön für 43 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich habe es zum Anfang des Streams schon erwähnt, aber Dankeschön nochmal für das coole Overlay. Dadurch hat Lavender jetzt eine coole neue Frisur. Wange küssen. Oh, ich finde die beiden so cute. Deine Decke fühle ich. Ja, oder? Hier ist es doch sehr kalt. Letzte Woche war es doch super heiß hier in dem Zimmer. Und jetzt ist es sehr frisch hier drin. Aber ich hatte auch das Fenster auf. Die ganze Nacht. Von daher. Oh. Das sind Schwestern. Küss sie mal. No, ja. Ach, toll. Und wie sie sich für ihren Bruder freut. Das ist so schön zu sehen. Sie ist auch krank? Warum sind alle krank? Was ist denn da los?
Oh, sie hat Kopfweh. Es ist ja auch schon 23 Uhr. Vielleicht werden wir die Versammlung mal beenden. Aber Lou, der wurde schon zu viel, die ist schon schlafen gegangen. Hier, du darfst mal reparieren, bitte. Und du unterstützt und darfst die Pfütze aufwischen. Du wolltest Lavender nach seinem Tag fragen. Das darfst du natürlich auch gerne machen. Freundlich, Smalltalk, nach Tag fragen. Dann haben wir sie auch glücklich gemacht. Ab letzte Woche wird alles abgeschwitzt. Diese Woche laufe ich in Winterjacke rum. Ja, das ist auch ein richtiger Temperatursturz jetzt geworden. Also mit jemandem flirten, das darfst du sehr, sehr gerne machen. Leidenschaftlich küssen. Wenn unsere, also meine Eltern jetzt weggehen. Ihr dürft gehen, die Veranstaltung ist vorbei und ich möchte ein bisschen Zeit mit meiner Frau verbringen. Wenn es für euch okay ist, Dad und Dad. Bevor seinen Eltern ist ihm das einfach nicht peinlich. No, Lavender sieht auch echt gut aus, ne? Er sieht echt gut aus. Ihr dürft gehen. Geht bitte nach Hause. Es ist nach Mitternacht und streitet euch hier bitte nicht. Geht einfach. Bitte geht. Ciao. Ach, süß. No. Süß. Oh Gott, die Pflanzen, die sind ja schon richtig groß geworden. Dann erforsch mal und lass dich hier mit der Pflanze sprechen. Und du, oh, du brauchst dringend Spaß. Lavender ausspionieren. Danke, Charlie. Ach komm, dann, das gibt Spaß, ne? Dann lass mal die Pflanzen. Deine Frau möchte sich ein bisschen mit dir amüsieren. Und heute, jetzt am Montag, müssten wir eigentlich unseren Abschluss machen. Hier in 9 Stunden. Ich meine, es geht uns nicht schlecht, aber ein bisschen schlafen tut uns bestimmt auch ganz gut. Und wir brauchen auch Spaß, von daher passt das ganz gut. Dann verbringen wir jetzt schöne Hochzeitsnacht. Und du hast um 9.30 Uhr die Vorlesung. 9.30 Uhr kriegen wir gut hin. Geht ihr jetzt auch ins Bett? Oder nicht so? Vielleicht eine Mächte bitte? Kuss zugehaucht bekommen. Ach, ihr Cuties. Schlafenszeit, es ist 2:30, Kinders. Verfolge dich schon länger tatsächlich. Ich wollte dir einfach mal Danke für deine Videos und Streams sagen. Hast mich irgendwie aufgemuntert in der Zeit, wo es mir gar nicht gut ging. Oh, das freut mich, Dina. Schön, dass ich dir helfen konnte. Das freut mich sehr. Dankeschön. Das ist so eins der größten Komplimente, was man einem Streamer oder generell einem Content Creator machen kann. Deswegen vielen, vielen Dank. So, und dann könnt ihr hoffentlich kuschelnd einschlafen. Das wäre ganz bezaubernd. Ich habe dir zu danken. Liebe geht raus. So, Schlafenszeit. Bettkuschel mit Charlie. So, ihr dürft ruhig wieder ins Bett. Dass das nicht übergreifend geht, ne? Ihr müsst doch jetzt kuschelnd einschlafen. Wunderbar. So soll das sein. Oh. Ich liebe die beiden, ne? Ich liebe die beiden so sehr. So, gute Nacht. Malu! Guck mal, es ist super spät. Du darfst auch schlafen, Mausi. Leg dich mal ins Bett. Wird auch Zeit, dass Malu ein eigenes Leben kriegt. Malu? Schlafen? Na bitte. So, 9.30 Uhr. Dann entscheidet es sich. Dann machen wir unseren Abschluss.
Wir haben jetzt auch gar nicht mehr gelernt, aber eigentlich. Ich habe ja Zinsen verdient, ey. Rich Girl einfach. Ah, da, 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 da. Dann entscheidet es sich, ob wir unseren Abschluss kriegen und ob wir als Arzt arbeiten können oder nicht. Aber eigentlich bin ich ganz optimistisch. Zur Arbeit gehen. Ja, eigentlich wollten wir, dass du das kündigst, ne? So, ab zur Arbeit. Kriegt er noch mal ein bisschen Geld dazu, er verdient noch mal ein bisschen Miete und ist nicht verkehrt, denke ich. Oh Gott, hier gibt's Zwillinge. Oh je, bitte nicht. Allein losschicken. Lavender ist wieder zurück. Du kannst hier ruhig noch mal ein bisschen lernen. Nanotechnologie. Universität. Kursarbeit. Lernen. Dann lern hier noch mal, bis du los musst. Das wäre ganz gut. Du kannst vor der Arbeit noch mal pieseln. Ach Gott. Und dass sie vielleicht reparieren. Das wäre ganz gut. Das hättest du ruhig aufessen können. Dann kannst du das vielleicht noch schnell essen. Einen letzten Schritt. Und verwenden. Und dann kannst du vielleicht gleich noch duschen. Ich glaube, das schafft er nicht. Ich glaube, das schafft er nicht. Ich glaube, das schafft er nicht. So, Pipi? Ja, duschen? Oh, jetzt ist er so nervös, ne? Was los? Ich habe gehört, dass du dich mit Dorian Gray Laventillinen angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Dankeschön. Weiß ich, dass er cool ist. Nee, Einzelkind. Einzelkind. Ihr Lieben, Einzelkind. Bedürfnisse cheaten. Alexis, dankeschön. Dankeschön. Bedürfnisse erfüllen. Haushalt. Wunderbar. Oh, guck mal, wie gut. Einfach ein super Team. Damit er es schafft bei der Prüfung. Danke, danke. So richtig beruhigen kann er sich nicht, ne? Aber du kannst dich mal umziehen. Lavender, komm her. Outfits, Outfit ändern. Ganz sprechen kann er auch gerade nicht. Erst ein bisschen tanzen, das ist gut. Du hast gerade gegessen. Hör auf damit. Du hast gerade gegessen. Du darfst mal joggen gehen, meine Liebe. Oh, Lavender! Oh Gott, er ist so nervös. Er ist so nervös, dass er sogar bricht. Oh, mein armes Baby. Mein armes Baby. Oh je. Ja, immerhin geht es ihm bedürfnistechnisch gut, aber... Er ist so nervös. Pauken für die Prüfung. Oh nein, die Abschlussprüfung steht vor der Tür. Lavender ist mit den Nerven am Ende. Und Pauken für die Prüfung. Oh, er ist unwohl. Und angespannt. Na, fantastisch. Oh, Lavender, du kriegst das hin. Du kriegst das hin. Oh, er hat das sogar zeitlich noch geschafft. Wir glauben an dich. Wir glauben an dich. Er schafft das. Er schafft das. Er hat da 1 plus als Notendurchschnitt. Eigentlich sollte er das rocken. Er sollte das eigentlich rocken. Und ab seinem Abschluss dürfte er theoretisch auch ein Baby machen. Ist die Frage, ab wann, wollen wir sagen, bekommen die beiden ein Baby? Ja, beste Voraussetzung für die Prüfung. Ich hoffe, er rockt das. Ich hoffe, er rockt das. Heutige Post wurde zugestellt, dann werden wir die Rechnung direkt mal bezahlen. Gut, dass Charlie noch zu Hause ist. Hast du heute frei? Er hat sogar... sie hat sogar Supermutter als Bestreben. So 18 Uhr sollten wir eigentlich die Nachricht bekommen, ob wir es geschafft haben oder nicht. Aber du kannst schon mal deinen Barista-Job kündigen. Job kündigen. Kündige deinen Job. Das räume ich für dich weg. Oh,
Erforschen, mit Pflanze sprechen. Kümmer dich ein bisschen um die Pflanzen. Latte-Künste, ja, aufgeben, denn wir wollen jetzt eigentlich in die Arztkarriere und wir hoffen sehr, dass das klappt. Wenn wir den Abschluss machen, müssen wir mit Charlie mal nach Willow Creek reisen und uns da mal ein paar Häuser angucken. Du hast keinen Hunger. Geh joggen. Level 7 der Gartenfähigkeit ist schon nicht schlecht. Wir brauchen aber noch Level 8. Lydia, danke schön für 5 Monate. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Danke, danke. Aber das dauert echt lange. Die Musik ist so... Ich nicht. Wer ruft Charlie schon wieder an? Klar, mach, was du möchtest. Wer ruft uns an? Warte mal, wer befördert wurde. Nein, nicht du, ich. Die Zeichen stehen auf Erfolg. Nelio, herzlichen Glückwunsch. Er wurde befördert. Er mag Gartenarbeit, ja. Malu hat mehr über Lavender gelernt und verspürt nun eine starke Abneigung gegen ihn. Ja, Malu mag Lavender nicht sonderlich. Schade. Deswegen ist, glaube ich, ganz gut, wenn Lavender und Charlie bald ausziehen. Erforschen. Kannst die ganzen Pflanzen hier erforschen. Ich glaube, er macht das auch gerade ganz, ganz viel, um sich so ein bisschen davon abzulenken, dass seine Abschlussprüfung gerade korrigiert wird. Malu ist auch wieder zu Hause. Perfekt. Warum geht's dir eigentlich so schlecht? Klar kannst du rübergehen. Gott, was denn? Was wollen die alle von mir? Damit Charlie setzt sich einfach mal hier hin, so ein bisschen für emotional support für ihn. Kann ich mir gut vorstellen. Aber schon auf 21%. Finde ich gut. Wieder klicken treffen. Es ist Spieleabend. Die beiden sind ständig bei ihren Kindern, ne? Ich finde das irgendwie richtig süß. Gleich ist 18 Uhr. Wir haben schon wieder angerufen. Hallöchen, du kennst mich nicht, aber ich habe dich aus der Ferne beobachtet und habe deine Nummer über einen gemeinsamen Freund bekommen. Das ist doch hoffentlich okay. Ich bin einfach Feuer und Flamme für dich. Keine Sorge, ich bin eine coole Socke. Wollen wir uns treffen? Echt nett, aber nein, danke. Charlie ist gerade verheiratet. Also, definitiv nein. Ja, okay, jetzt kannst du was essen. Aber die Frau will ständig futtern. Ich glaube, die ist auch ein bisschen gestresst und nervös, wie die Abschlussprüfung ihres Mannes läuft. Ich glaube, ich will ein Baby mit den beiden machen, wenn er sein Bestreben abgeschlossen hat. Ich glaube, das ist dann ein guter Zeitpunkt, oder? Dann ist es auch nicht so überstürzt und die beiden haben einfach noch ein bisschen Zweisamkeit miteinander. Alles 1 plus! Oh mein Gott, Lavender, ich bin so, so unfassbar stolz auf dich. Morgen ist die Abschlusszeremonie. Eine aufregende Zeit liegt hinter Lavender und morgen findet eine Abschlusszeremonie statt. Es wird Zeit zu feiern. Oh, schön. Schön, das freut mich so für ihn. Er ist glücklich? Karrierefreiheit. Okay, er ist aber froh, die Barista-Karriere los zu sein. Schön. Wann ist denn hier unser... Dingenskirchen. Abschlusszeremonie um 10.10 Uhr.
Um 10.10 Uhr ist unsere Abschlusszeremonie. Fantastisch. Ja, räumt das mal bitte weg. Dankeschön. Nelio ist schon wieder da. Wow. Lino, ich bin gerade dabei, meine Pflanzen ein bisschen zu bequatschen. Das geht gerade nicht so gut. Wollen wir direkt mit Lavender in die Karriere rein starten? Oder wollen wir sagen, wir machen vielleicht eine kurze Hochzeitsreise oder so? Habt ihr da eine Präferenz? So 2-3 Tage irgendwie Flitterwochen oder so? Weil Lavender hatte jetzt so wenig Privatleben. Ich meine, er hat dann ein bisschen gedatet. Das lief ja irgendwie dann so nebenher, weil das seinen Eltern versprochen hat, dass er sich nicht so ganz zurückzieht. Und hat dann irgendwie die Liebe seines Lebens getroffen, denkt er zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Und hat sich eigentlich nur noch um sein Studium gekümmert. Und ich glaube, so eine kleine Auszeit würde ihm schon gut tun, oder? Ihr wollt zu Lani als Strandurlaub? Wir können natürlich auch campen gehen, wir können nach Mount Komoremi in die Berge fahren. Meine würde sich auch anbieten, da wohnen nämlich unsere Eltern. Wir können auch nach Selvadorada reisen. Wir können natürlich auch Strandurlaub auf Sulani machen. Mit Dorian Plan und Dorian ist auch wieder da. Charlie hat folgendes Geheimnis über Nelio erfahren. Plötzlicher Geldregen? Hör zu, ich weiß nicht, woher all die Simoleons kamen. Sie waren plötzlich da. Eines Tages überprüfte ich meinen Kontostand und alles war normal. Ein paar Stunden später besaß ich auf einmal tausende Simoleons. Das muss wohl eine Art Buchungsfehler oder sowas in der Art gewesen sein. Ich schwöre, ich habe sie nicht gestohlen. Ich war total nervös und in meiner Panik habe ich alles für neue Möbel ausgegeben, um den Vorfall zu verbergen. Wenn das herauskommt, werden alle glauben, ich hätte geklaut. Nelio. Ey, Flitterwochen. Okay, cool. Und wohin? Die Abstimmung für das Reiseziel kommt danach. Perfekt, danke schön, Kitty. Ja, du darfst die Pflanzen nochmal erforschen. Müssen wir ja ein bisschen nutzen, dass wir hier Bedürfnis-Cheat hatten. Ihr dürft gerne nach Hause gehen. Ihr habt noch ein Kind zu Hause. Ich meine, ist kein Kind mehr, ne? Sie ist ja älter als die Drillinge, aber egal. Nein, nicht zurücksetzen, mein Lieber. Nicht zurücksetzen. Bitte mach Pflanzenforschung. Du brauchst Level 8. Es ist 60%. Immerhin schon 60%, das ist okay. Charlie ist so neugierig. Welches Ziel haben wir noch? Außer Strand, Campen und Schnee, Dschungel. Dschungel haben wir noch. Oh, Charlie möchte ihm einen Kuss hauchen. Bibliothek besuchen. Ja, Charlie gleich, ich muss noch ein bisschen was für die Pflanzen machen, aber sie sitzt da und wartet einfach auf ihn. Das ist schön. Sie ist sehr geduldig mit ihm. Ob ich den Dschungel vielleicht immer vergesse? Genau deswegen müssten wir eigentlich mal in den Dschungel. Weil man ist so selten da. Ich hätte auch gerne mal einen Sim, also jetzt nicht mit Lavender, aber irgendwann einen Sim, der so Richtung Dschungelprofessor geht. Einfach um das Gameplay auch nochmal zu spielen. Finde ich, glaube ich, sehr, sehr cool. Jetzt ist er kokett. Ich habe das Pack nicht und finde es super interessant. Warum hast du es dann nicht? Die beiden haben geheiratet, ja. Ja.
91%. 92%. Heute. Heute haben sie geheiratet. Ganz spontan aus der Hitze des Gefechts auf dem Romantikfestival. So Hals über Kopf. Mhm. Yay, Level 8. Was? Abgeschlossen? Ich dachte, das dauert noch länger. Wir haben Renaissance-Bestreben erfüllt, Leute. Wir haben Renaissance-Bestreben erfüllt. Okay, krass. Krass. So viel zum Thema, die dürfen ein Baby machen, wenn es ein Bestreben erfüllt hat. Ich muss gerade mal in die Regeln gucken. Meistere die Tanzfähigkeit sowie zwei Fähigkeiten deiner Wahl. Tanzen haben wir noch nicht fertig. Aber Logik oder Fitness oder so könnten wir auf jeden Fall noch maximieren. Charisma haben wir ja schon maximiert. Das ist sehr cool. Klavier würde ich gerne maximieren. Aber erstmal muss er was essen. Erstmal muss er was essen und dann darf er gefühlvoll spielen. Ich glaube, das fände ich ganz schön. Ich vervollständige das Renaissance-Bestreben. Haben wir jetzt erfüllt. Lasse dich scheiden und heirate diesen Sim später wieder. Wir sind jetzt verheiratet. Das heißt, Scheidung und zweite Hochzeit steht auf jeden Fall noch offen. Und lebe insgesamt in drei verschiedenen Städten. Das ist ja im Grunde so unsere erste offizielle Stadt, hat wir ja gesagt. Jetzt wollten wir, wenn er die Arztkarriere beginnt, nach Willow Creek ziehen. Und dann als Erwachsener zieht er ja auch nochmal woanders hin. Finde ich cool. Hi Eva, schön, dass du da bist. Baby in Sulani machen. Kam jetzt Sulani raus? Du räumst aber schon noch auf, ne? Ja, perfekt. Alu muss gleich zur Arbeit. Nach der Abschlussfeier können wir mal in Willow Creek gucken, wo wir hinziehen wollen. Eine Stimme vor dem Dschungel, es geht nach Sulani. Okay, dann machen wir unsere Flitterwochen auf Sulani. Oh, er denkt an seinen Bruder. Du darfst gerne... Ja, Malu, gerne zur Arbeit. Gefühlvoll spielen, bitte. Gefühlvoll spielen. Dann müssen wir eigentlich nur noch tanzen voll kriegen. Und dann das halt mit der Scheidung, ne? Krass! Nein, kein Trinken holen. Er ist ein bisschen unruhig, ne? Leben in die Bude bringen. Konzert geben. Hier, Konzert geben. Gib ein Konzert. Charlie schicken wir alleine los. Gleich ist sein Abschluss. Phobos ist ein Senior. Phobos war ein Sweetheart-Kandidat. Der Gewinner. Erinnert euch an Phobos? Abschlusszeremonie. Ah! Hier, geh in Dusche singen. Kannst du dich nämlich noch mal ein bisschen frisch machen? Schön, dass du hier ein bisschen rumtanzt. Ach Gott. Ach Gott. Na, jetzt schaffst du das mit dem Duschen nicht mehr, mein Freund. Oder doch noch? Zack, schwarze Haare, wenn er duscht. Ist nur eine Tönung. Mit so Haarkreide oder so. So. Mach dich frisch. Sprich dir Bu zu. Jetzt geht's los zum Abschluss. Das packen wir mal wieder ein. Jetzt wird sie angerufen. Wundervoll. Du wirst Arzt Lavender! Er macht es gut.
Er macht das gut. Ich bin sehr, 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 sehr stolz auf ihn. Gerade weil er das Bestreben jetzt einfach schon abgeschlossen hat. Das ist crazy. Ich habe ganz kalte Hände. Du brauchst jetzt kein Glas Wasser nehmen. Lavender, es geht jetzt los. Komm. Ja, die Abschlusszeremonie findet statt. Möchtest du an ihr teilnehmen? Meine Absage wirkt sich nicht auf den Abschluss deines Sims aus. Ja, natürlich möchte ich daran teilnehmen. Auf jeden Fall. Das ist leider ein Nachteil des Overlays. Es wird beim Baden oder Arbeitsteilung nicht übernommen, aber ich liebe die Vielfalt, die dadurch möglich ist. Sehr. Ja, das stimmt. Deswegen ist es einfach eine Tönung, eine Haarkreide. So interpretiere ich das einfach. Dann sieht man wenigstens die Haarfarbe, die im Grunde vererbt wird. Das ist ja die Farbe Schwarz. Dann kommt die wenigstens so zwischendurch mal so ein bisschen durch. Ich finde es okay. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es okay, weil das Overlay zählt ja offiziell als Make-up und Make-up wird ja nicht mit in die Arbeitskleidung und so weiter übernommen. Wobei man eigentlich die Arbeitskleidung bearbeiten können müsste mit einem Cheat und da das Make-up drauflegen könnte. Und dann müsste das eigentlich auch bei der Arbeitskleidung mit drin sein, oder nicht? Ich habe mich richtig mit dir gefreut, dass eure Kaffeemaschine wieder läuft. Dankeschön! Ich bin auch sehr aufgeregt, dass die wieder funktioniert. Ich weiß aber nicht, wie lange die funktioniert. An Abschlusszeremonie teilnehmen. Yes! Yes! An, hier die Foxbury, das ist Foxbury. Ich finde hier, wenn man ihn sich so ansieht, sieht er Dorian schon sehr ähnlich. Ich meine, so die Gesichtsform ist eher von Nelio, aber ich glaube, so die Augenpartie ist eher von Dorian. Jetzt sind die richtigen Fahnen da. So, an Abschlusszeremonie teilnehmen. Let's go! Wollt ihr da nicht reingehen? Jetzt! Er macht seinen Abschluss! Ja, beide Feder sind hot. Dieses Lavender ist die perfekte Mischung. Absolut, absolut. Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Ich hoffe, ich verpasse den Moment nicht, wenn sie die Hüte werfen. Ich traue mich immer nicht zu spulen. Ich mache mal die doppelte Geschwindigkeit, weil hier läuft ja auch leider nichts ab. Bis wann geht die? Dann kommen sie raus. Lino, ich kann gerade nicht. Ich habe Abschluss. Den Moment mit den Hüten habe ich bei Lady Nyx leider nicht geschafft. Ja, das ist so fies. Okay, sie werfen. Aber... Ja, ich habe ihn nicht verpasst. Ich habe ihn nicht verpasst. Dann kriege ich aber den Hut immer nicht mit drauf, ne? Er hat ja noch seine Zahnspange. Er hat ja noch seine Zahnspange! Herzlichen Glückwunsch, Lavender! Hör auf, die Leute auszuspielen hier. Lavender hat einen Abschluss! Dieser Sim hat seinen Abschluss gemacht. Es gibt keine Semester mehr, für die er sich einschreiben kann. Abschlussporträt von Lavender. Oh mein Gott, Baby! Warum stellst du dich romantisch vor? Lavender hat mehr über Yumiko gelernt und verspürt nun eine Abneigung gegen sie. Lavender, du bist verheiratet. Du bist verheiratet. Mein Freund. Er hat so einen guten Ruf, ne? Biologieabschluss. Ah! Dann werden wir jetzt aber unseren Job noch nicht annehmen. Und wir werden jetzt mit Charlie nach Willow Creek reisen und uns ein paar Häuser angucken.
wo wir hinziehen können. Also wir haben das Haus der gebrochenen Herzen als Wohngrundstück, aber das können wir uns alles nicht leisten. Rosenheim könnten wir uns angucken. Zum einsamen Bächlein könnten wir uns angucken. Ja, das Edgefield Street House könnten wir uns angucken. Oh, meine Augen drehen voll verschluckt gerade. Oh Gott. Jetzt haben wir wieder so ein scheiß Rap. Was ich sagen wollte, weshalb ich mich überhaupt verschluckt habe, im Edgefield Street House sind wir mit Dino Phasmo damals gestartet. Da wurde Mint geboren. Die erste Generation und dann noch zur Berry Challenge. Verzeihung. Ich könnte natürlich noch ein anderes Haus platzieren. Ein Haus, was ich selber gebaut habe. Das könnten wir theoretisch hier hinsetzen oder so. Zum Rosenheim. Und wir können ja mal mal die Karaoke-Bar reißen. Mit Charlie. Okay, Charlie können wir gerade nicht dazu holen. Aber dann können wir sie nachholen. Das Edgefield Street House können wir uns sowieso nicht leisten. Oh, ich muss, glaube ich, mal kurz ins Bad. Bin gleich wieder da, ja? Oh Gott, dann hat es gerade auch noch an der Tür geklingelt. Was? Oh.
Charlie ist noch arbeiten bis 14 Uhr, ne? Christy? Klar, telefonieren mit Christy. Die Karaoke-Bar ist auch cool. Können wir hier nicht irgendwo tanzen? Gibt es hier keine Musikanlage? Was ist denn Scheißlied? Hä? Habe ich heute nur die miesen Lieder? Kann man hier nicht tanzen? Hä? Ich dachte, man kann hier tanzen. Dann plötzlich mir eben irgendwie so eine Anlage oder so, oder? Das ist ja komisch. Hier Musik. Jetzt hier ich jetzt so eine Anlage. So, einschalten. Puh, machen wir mal Barock. Oh, dann werden wir mal ein bisschen tanzen, mal ein bisschen feiern. Und ich werde ihn mal umziehen. Damit er seine richtige Haarfarbe wiederkriegt. Yay! Ich bin stolz auf ihn. Das hat er super gemacht. Hallo, Diawall. Was denn? Diawall ist so ein Hottie, ne? Er ist so muskulös, er verliert die Muskeln auch irgendwie einfach nicht. Dann warten wir mal auf unsere Frau, damit wir uns hier die Gegend angucken können. Damit wir dann uns hier ein Leben als Familie aufbauen können. Damit wir uns damit entscheiden lassen. Also ganz toll. Aber das ist doch süß. Dann hat er auch nicht so den weiten Weg zur Arbeit. Genauso wie seine Frau. Sie ist ja auch in der Arztkarriere. Weil das Krankenhaus ist ja in Willow Creek. Hat er keinen großen Arbeitsweg und dann passt das ganz gut, denke ich, oder? Oder? Finde ich gut. Kann er jetzt hier noch so ein bisschen seine Tanzfähigkeit weiterentwickeln, dann kann er seine Frau mit dem Tanz beeindrucken, weil die hatten ja auch noch keinen ersten gemeinsamen Tanz. Okay, vielleicht beende ich den Stream jetzt, wenn man halt die ganze Zeit so abschmiert und das ist sowieso das perfekte Bild, um für heute Schluss zu machen. Ich mach's kurz. Ich kann gar nicht mehr richtig sprechen. Bevor ich gleich wieder anfange zu husten. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Bye bye.